Sinnlos standing around in Salzburg an der Sideline vor Schmerzen, so werde ich das Video taufen, das ich jetzt bekommen habe nach über 2 Wochen. Und ich muss sagen, die Bilder sind weniger dramatisch, als sie mir geschildert wurden, von wegen Monster-Hit und das Knie durchgedehnt. Ich sehe nur einen Quarterback mit einem Rollout, der dann an der Sideline einen zu nahestehenden, überwurzelten Blattsprecher umschubst. Und ja, das hat wehgetan. Ich habe es bemerkt, aber es ist jetzt vorbei. Ich habe übrigens eine Sportfreigabe. Nachdem ich mir das linke Knie auch abgerissen habe zu Weihnachten, darf ich aber jetzt wieder sporteln. Also jetzt gibt es ja keine Ausrede mehr, dass ich mich nicht bewege. Herzlich willkommen zu einem Wort am Sonntag, das natürlich auch an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag oder wie in dem Fall an einem Freitag passieren kann. Und Freitag ist ein guter Tag, weil Freitag ist ein Football-Tag seit neuestem und dazu später etwas mehr. Wir blicken zurück auf die vergangene Spielwoche. 12 Spiele standen da im Programm. Die AFL Woche 4, 3 der 4 Spiele haben da stattgefunden und alle 3 waren, ja, Blowouts, muss man sagen. Das knappste Spiel noch zwischen den Graz Giants und den Raiders Tirol, 49-21, wobei die Giants da nie in Gefahr waren, die Partie zu verlieren. Die Raiders haben 3 Scores aufs Scoreboard gebracht, erhalten sich jetzt an ihrer quasi langsam wiederkehrenden Form fest und werden aber heuer mit den Playoffs nichts zu tun haben. Das wird sie einfach noch nicht ausgehen, aber man merkt, es geht nach oben. Vikings gegen Ducks, da haben wir uns alle gedacht, das könnte ein enges Spielchen werden, schon mit dem besseren Ende für die Vikings, aber 62-0, holla die Rö. Die Ducks haben ein Problem, also mehrere. Ihr bester Receiver ist in Wien, ihr zweitbester ist in Tirol bei den Raiders und der andere bei den Vikings als 11 Munition und auch der Running Back ist, der Noel Bernsteiner ist auch in Wien bei den Vikings und nur mit dem Lauf konnte man in Woche 1 noch, beziehungsweise Woche 3 war es eigentlich, die Giants relativ beeindruckend, das Spiel, wo sich der Herr Platzsprecher ja zu nah herangestellt hat, war sehr knapp, das in Wien war dann gar nichts mehr, 62-0 und vor allem, es ist auch, das Ergebnis spiegelt auch das Spielgeschehen wieder, ihr habt das kommentiert für Streamster. Ja, super, was die Vikings da für ein Team beieinander haben. Und die Salzburger müssen jetzt für die nächste Woche, wo sie dann zu Hause in Prag spielen, sich was überlegen. Apropos Prag, die haben gegen die Devils Patriots 84-0 gewonnen. Da hat der Quarterback, der US-Quarterback, glaube ich, nicht mal ganz ein Viertel gespielt. Sie haben dann mit den heimischen Spielern gespielt und viele Backups reingestellt. 35-0, 21-0, 7-0, 21-0. Die Viertelergebnisse. Delfs sehe ich auch kein Licht, also Playoffs braucht man sowieso nicht reden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Delfs in der momentanen Verfassung, wie sie sind, auch personell, sie sind mit 18 Spielern dort angetreten, hat der Head Coach im Nachhinein gesagt, viel gewinnen werden in dieser Austrian Football League. Also die Spannung in der AFL ist heuer die, meiner Meinung nach, können die Grazer und können die Prager gegen die beiden Wiener Teams realisieren. Kommt wer anderer mal ins Finale oder lautet es wieder, das übrigens in Wiener Neustadt dann sein wird, lautet es wieder Vikings gegen Dragons, beziehungsweise Dragons gegen Vikings, wer halt gerade Erster und wer halt gerade dann Zweiter ist. Oder können die Giants und die Black Panthers was ändern? Glaub nicht, dass die Rangers das können. Glaub nicht, dass die Raiders das können. Delfs kann das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass da Salzburg allzu viel dran ändern wird können. In der Division 2 gab es dann 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, 6. wurde abgesagt, die BSK Ravens, die können ja nicht spielen und interessant finde ich, dass man auf der Webseite des Verbandes, auf der Tabelle der Division 2, alle Spiele strafverifiziert findet, außer das eine Spiel gegen die Upper Styrian Rhinos, deswegen haben wir eine andere Tabelle, ich weiß jetzt nicht, was mit diesem Spiel passiert, ich gehe aber davon aus, dass das auch 35-0 zugunsten der Rhinos gewertet wird und dann sind wir wieder auf Even, weil die Rhinos hätte momentan mit einem Rekord von 3-1. Wie auch immer, wir starten in Ebenfurt, Danube Dragons 2 zu Gast zum zweiten Mal hintereinander. Die Dragons 2 haben beschlossen, ihr Heimspiel ebenfalls in Ebenfurt durchzuführen und das war jetzt das Heimspiel der Mustangs. In der Vorwoche haben die Mustangs noch gewonnen. Ja, das haben die Dragons nicht auf sich sitzen lassen. Auch ein bisschen provoziert, was ich gehört habe, von den Ebenfurtern, von wegen Dragons kommt's und die sind dann gekommen. Das Future Team mit Männern, sage ich jetzt mal jenseits der 30, Uras Aslan war umgezogen, der Präsident des Verbandes. Oder was machst du? Tust da weh beim Football auch noch. Jedenfalls haben sie das Ganze, den Spieß umgedreht und haben das Ding 25-11 gewonnen. Jetzt steht es zwischen den Dragons 2 und eben vor zu Mustangs 1-1 in Spielen und 39-39 im
punkten. Das könnte interessant werden, noch eventuell, wenn die beiden Richtung Playoff gehen würden. Ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen Schmackes. Die Edmonton Rams haben ihr Spiel gegen die Gladiators Reed verloren, 14-21. Die Reeder zum zweiten Mal in Folge ein Spiel gewonnen, nachdem sie vorher über fast 700 Tage keins gewonnen haben. Jetzt auf 4-0 mit den beiden Siegen gegen die Ravens, die interessanterweise schon gewertet worden sind. Also die sind, da sind wir gleich, der Verbandstabelle und meine. Und die Rams, ja, die haben den einen Sieg gegen, ein Spiel hätten sie gehabt gegen die Ravens am Konto und jetzt die zwei Niederlagen. Aber das war schon sehr knapp. Upper Styrian Rhinos schlagen die Schwarzhammers und zwar in einem dramatischen Spiel, muss man sagen. 21-20 im Obereich bei Bruck an der Mur. Und die Partie war eigentlich schon, lief eigentlich schon in Richtung der Tiroler. Die Hammers da vorne mit 14 Punkten im letzten Viertel und die Rhinos machen zwei Touchdowns und eine Two-Point-Conversion zum Sieg. Kokones! Sehr schön. Sehr schön, Steirer. Bluehawks gegen Spartans. So wie gesagt, die Bluehawks werden das gewinnen. Asche auf mein Haupt. Entschuldige ich mich tausendmal bei den 300 Spartanern, die da aufgelaufen sind. 26-7 hauen die Bluehawks rein. Die erste Niederlage für die Bluehawks auf ihrer Anlage in Schönfeld. Und damit, ja, haben wir eine schöne Situation auch in der Tabelle. Sehr viele Teams auf 1-1. Die beiden zum Beispiel, Bluehawks und Spartans, beide 1-1. Canuntum Legionaries hatten nichts zu bestellen gegen die Vienna Vikings 2. Die Vikings 2 spielen, ja, die haben wir eigentlich zweimal gesehen mit dem Wochenende, muss man sagen, weil sehr viele Spieler, die dann angetreten sind in Schwadorf bei den Legionaries, hat man schon tags zuvor beim Spiel gegen die Ducks gesehen. Unter anderem auch Michael Sabo, wie man ihn nennt, Quarterback. Das ist ein großes Asset, das die Vikings 2 da haben und die waren ja mal die Super Seniors und das ist vorbei. Die wollen wieder dorthin, wo sie mal waren, nämlich in der Division 1. Und das könnte jetzt ein Durchlauf werden. Die waren ja voriges Jahr noch in der Division 3. Und wenn sie so weiterspielen, 40-0, der Sieg über die Legionaries, werden sie auch nächstes Jahr zweitklassig spielen. Und da gehören sie auch hin mit dem Spielermaterial und mit den Coaches, die sie haben. Vikings halt. Egal welches Vikings-Programm du dir anschaust, es gibt keines, das schlecht läuft. Das AFL-Team läuft super, das Elf-Team läuft super. Wobei, der Karl Wurm hat mir gesagt, ich darf nicht immer Elf und AFL, weil sie haben nur mehr 6% Anteil irgendwas mit dem Elf-Team und sie haben auch inhaltlich nichts mehr zu tun. Ja, aber es ist violett, das ist der Vikings-Helm noch immer mit gelben Hörnern. Ich weiß, das Logo ist neu, aber für mich sind es die Vikings. Die Vikings sind die Vikings. Und ich weiß schon. Zwei verschiedene Teams. Aber auch das Division-Team am Weg ganz nach oben. Das Ladies-Team sowieso dominant seit Jahren im Nachwuchs. Super. Also es gibt einfach kein schlecht laufendes Vikings-Programm. Die Division 3 war in der Woche 2. Die Styrian Hurricanes haben ihr erstes Spiel absolviert gegen die Black Valley Wild. Woche 1 mussten sie ja absagen. Da sind sie nicht bei den Raiders 2 angetreten, das Spiel wurde strafverifiziert, 0:35, das Spiel jetzt 0:43 gegen die Black Valley Wild. Ja, die Herren aus dem Schwarzer Tal, wo der Herr Reiterer auch ursprünglich her ist, haben hier ein Statement gesetzt und spannende Dinge entwickeln sich da im Schwarzer Tal und die haben auch erzählt, sie haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Die versuchen es mit allen Mitteln und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man 14-, 15-, 16-Jährigen dazu bringt, Football zu spielen. Den bringt man dazu, dass man beim Football zuschaut. Das schon eher. Aber da ist Freundin, da ist Fußball vielleicht oder spielt eine andere Sportart. Die wechseln da nicht drüber mehr. Und das ist ja, es ist ja nicht der Weg. Man, der Weg geht, und das weiß ich aus Erzählungen von Altvorderen, über die ganz kleinen Kids nach oben. So funktioniert Nachwuchs. Und ich weiß, es ist schwierig. Und es ist vor allem eine lange Geschichte. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Die Mostviertel Bastards, they did it again, gegen die Grizzlies. Ein Spiel, wo sie schon wieder vorn waren, hat der Gegner nochmal umgedreht. 19-7, das ist mittlerweile ein Schicksal, das sich wiederholt. Also ich kenne die, machen Pressearbeit, die Mostviertel Bastards. Das ist Déjà-vu, steht da immer nur drinnen. Und ja, sie können einem ein bisschen leid tun, sind jetzt 0-2 nach zwei knappen Niederlagen, nach zwei Spielen, die sie auch gewinnen hätten können. Und die Grizzlies 2-0. Waren da gar nicht so dominant, wie man sich vielleicht vorher gedacht hat, aber haben das Spiel dann schlussendlich mit 12 Punkten Unterschied gewonnen. Goldberg Raccoons gegen die Pannonia Eagles. Die Pannonia Eagles haben noch nie viele Punkte gemacht in der Saison. Diesmal waren es 13, in der vorigen Woche waren es, glaube ich, 6 gewonnen. 2-0, 13-6 gegen Goldberg und ja, Goldberg 0-2 und die Pannonia Eagles,
die ja da absteigen mussten aufgrund dieses unfamous Münzwurfs damals, sind da in der Division 3 zumindest sportlich gut aufgehalten. Die Swago Raiders Tirol schlagen die Predators Steyr 27-6. Im Vorjahr haben die Predators das Ding zweimal gewonnen gegen die Raiders, sowohl das Heim- als auch das Auswärtsspiel. Diesmal schaut's für die Raiders gut aus. Die haben mit den einen Sieg am grünen Tisch schon am Konto, jetzt den zweiten und sind 2-0. Division 3 und Division 2 können jetzt nicht ganz halten, was die Division 1, die Spielfreiheit an dem Wochenende bietet, und die Division 1, die wird die Woche wieder spielen. Wir starten aber bei dem, was heute passieren wird, wenn wir in die Zukunft schauen, nämlich heute ist ein historisches Ereignis, findet statt, Footballspiel in Linz in Aske-Hölderlin-Straße, die JKU Astros gegen die Med-Uni Wien Serpents im Rahmen der SSL treten dort an. Und das ist das erste Footballspiel in Linz statt seit, glaube ich, 2004, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Das war dann das Jahr vor der Fusion der Leonding Sharks mit den Linz Steelers zu den Steel Sharks, die dann nach Traun gegangen sind. Und in Linz hat seit der, glaube ich, kein Footballspiel mehr stattgefunden. Man möge mich eines Besseren berichtigen, falls irgendwann einmal ausgewichen worden ist, aber ich glaube, da ist die ganze Zeit in Traun gespielt worden. Und die SCSL hat einen Game Day diese Woche, der Freitag bis Samstag geht, am Samstag, morgen 11.30 Uhr. In Stadlau, also im alten Dragons Stadion, spielen die Boko Bees gegen die DU Robots und die WU Tigers gegen die Uni Wien Emperors. Und ich bin bei beiden Spielen der Platzsprecher. Also da gibt es drei Platzsprecher immer bei der SSL. Da gibt es welche, die Stimmung machen für ein Team, Stimmung machen fürs andere Team. Und da gibt es einen Typen, der irgendwie sagt, und die Schiedsrichter heißen sowieso. Und das war jetzt ein First Down wegen sowieso. Es ist ein bisschen anders, als normalerweise ein Fußballspiel abläuft. Es sind sehr viele Zuschauer, es steht der Partycharakter im Vordergrund. Und ja, ich freue mich da dabei zu sein. Ich habe jetzt, bin mir noch nicht ganz sicher, ich bin 56, bin da mehr der Rektor unter den Studenten, der sagt, du, seid leise am Sportplatz, trinkt wenig Alkohol und raucht keine lustigen Zigaretten. Nein, ich muss dort irgendwie dafür sorgen, dass auch sportlich was gesagt wird und ich hoffe, ich schaffe das. Wie gesagt, morgen, Wetteraussichten sind schlecht, zieht euch ein bisschen was an, aber kommt trotzdem raus. Ein bisschen ist die Sonne jetzt heraus, es geht ja. Man muss nicht immer 31 Grad haben im April. Ich glaube, das ist ja gar nicht so gut für alle anderen. Wenn ich meinen Garten schaue, denke ich immer, meine Feige weiß nicht mehr und auch die Olivenbaum, was sie tun sollen. Weil zuerst ist es, vor zwei Wochen sind sie aufgewacht und haben getrieben und auch die Blumen sind schon rausgekommen. Wir haben so eine kleine Blumenwiese draußen. Und jetzt hat es auf einmal in der Nacht 3 Grad und nicht so gut. Ne? Ja. Also es ist normales Aprilwetter, gehen wir raus und schauen wir Football. Es wird, und neben der AFL-Runde Nummer 4, die abgeschlossen wird, ein internationales Spiel die Woche geben. Und jetzt gehen ganz nach oben. Die Thalheim Graz Giants empfangen die Kragujevac Wild Boars im Rahmen der ersten Runde der Central European Football League. Die CFL ist wieder da. Die Herren aus Serbien und sind da meiner Meinung nach Favorit. Kragujevac hat zwar seit etlicher Zeit kein Spiel mehr verloren. Im Vorjahr die serbische Meisterschaft gewonnen mit einer Perfect Season. Auch heuer bis jetzt alles gewonnen. Dann haben sie noch den CFL Cup, also die kleine CFL Bowl gewonnen. Und vor allem haben die, wenn man angeschaut, eine echt arge Anreise, weil das Spiel wird gespielt um Samstag um 15 Uhr. Kragujevac ist jetzt so auf der Höhe von Sarajevo, weit unterhalb noch von Belgrad. Die fahren da gute. Wenn er schnell ist, 8 Stunden, wenn er normal fährt, 9-10 Stunden mit dem Bus. Das heißt, die müssen sich am Freitag schon am Weg machen. Und ich glaube, dieser Heimvorteil ist doch eklatant. Was man sagen muss zur CFL, das ist die 18. Saison, die ist völlig unkaputtbar. Zwischendurch war es ein bisschen kleiner. Corona hat es auch wie alle anderen Ligen nicht stattgefunden. Dann war es wieder größer und heuer ist sie richtig, richtig fett mit eigentlich allen wichtigen europäischen Landesmeistern, außer jetzt dem Deutschen. Die machen jetzt aus irgendeinem Grund nicht mit. Die haben ja auch das Ding auch schon gewonnen. Die Schwäbische Hall Unicorns, wie wir uns erinnern. Und Das ist eine gute Amateurliga. Wenn das früher passiert wäre, also meiner Meinung nach gibt es ja die 11 nur deswegen, weil in Europa es nicht, weil jetzt der europäische Football, sagen wir mal so, es nicht geschafft hat, eine vernünftige Clubmeisterschaft auf die Beine zu stellen. Und da sind die Deutschen gefragt gewesen, vor allem, weil Österreich wollte das. Also die Vikings und die Raiders, die wollten gegen Berlin spielen, die wollten gegen Braunschweig spielen, die wollten gegen Schwäbisch Hall, gegen Dresden, gegen die ganzen Leute spielen. Eigentlich wollten dann auch die Franzosen ein bisschen spielen, aber das
das bisschen reicht halt einfach nicht. Und die CFL ist da eigentlich ein stabiler Faktor und der jahrelang schon da ist und heuer meiner Meinung nach ein richtig, richtig starkes Setup hat. Nachzulesen ist das alles hier. Da hat man alle Teams, die da dabei sind und die Denver Dragons, die da auch mitmachen werden, dann in der nächsten Runde schon im Viertelfinale dann einsteigen. Also Dahlem Graz Giants gegen Calgary Watch Wild Boars. Samstag um 15 Uhr im Stadion Eckenberg, wenn ich dabei sein kann, hier gibt's einen Livestream dazu. Die AFL Woche 4 wird jetzt abgeschlossen und es ist alles nicht ganz so einfach, wie man meint, beziehungsweise man meint das eh nicht. Das ist auch für die Zuschauer mittlerweile sehr kompliziert geworden, weil wir haben neben den Verschiebungen, die es wetterbedingt gegeben haben, auch Spielwochen, die in einzelne Spiele zerpflückt sind. Und dann haben wir noch dieses eine Monat Pause wegen der U20-WM in Kanada. Und ich nehme mal an, da werden die ganzen Spiele, die nicht stattgefunden haben, zumindest das eine, das bis jetzt nicht stattgefunden hat, reingepackt, weil es gibt immer noch keinen Termin für das abgesagte Spiel zwischen den Telfs Patriots und den Salzburg Ducks. Das fehlt noch. Aber die Dragons treffen da in Woche 4 im letzten Spiel auf die Rangers Mödling in einer Spielwoche, wo alle anderen 6 nicht spielen. Also das ist die Woche 4, die wird jetzt abgeschlossen. Und bei den Dragons schaut bisher der Rhythmus so aus: Verschiebung, erste Woche, gegen Raiders, gegen Vikings, ein Bye-Week und jetzt dann gegen die Rangers. Okay, das ist nicht das schlimmste Schedule, den man haben kann, aber er ist schon schlimm genug, weil man kommt in keinen Rhythmus rein. Die Salzburger haben gehabt Bye-Week, Bye-Week, Spiel, Bye-Week, Spiel. Man schaut am Anfang nur zu, die ersten zwei Wochen der AFL, dann steigt man ein und dann hat man wieder eine Pause und dann kommt das nächste Spiel und das ist dann auswärts bei den Vikings und dann kriegt man 62-0 aufgelegt. Ist jetzt keine Ausrede dafür, aber so richtig sexy ist das nicht. Und wenn der Verband vor der Saison gesagt hat, diese AFL wird total spannend werden, weil alle Teams nah beieinander sind, nein, damit hören wir jetzt auf, das ist Unsinn. Es sind vielleicht 4 Teams beieinander, bin mir da nicht sicher, ob es nicht nur 2 sind. Das werden wir dann wissen, wenn dann die Dragons und die Vikings auf die Giants und die Panthers treffen. Beziehungsweise bei den Vikings-Panthers weiß man schon, das war relativ eng, aber die Vikings haben das in Prag gewonnen. Also die Woche 4 wird abgeschlossen, ebenfalls am Samstag 14 Uhr am SR Donaufeldplatz. Der Dragons und die Rangers Mödling sind zu Gast. Die haben 15 Mal, seit sie wieder aufgestiegen sind in die AFL, gegen die Dragons gespielt. 14 Mal haben die Dragons das Spiel gewonnen. Einmal die Rangers, und da habe ich auch schön verlinkt, der Sieg war 2017, allerdings noch mit den Vegans bei ihnen, die waren dann nicht bei den Vikings, mit US-Imports, mit einigen Herrschaften aus Kärnten und mit dem Headcoach Schneider noch, der irgendwie zumindest wusste, wo er Spieler herbekommt, mit denen man die Dragons schlagen kann. Ob die Rangers ein Team haben momentan, das die Dragons schlagen kann, ich befürchte, nein. Ich glaube, dass die Dragons das gewinnen werden. Die AFL Division 1, meine Lieblingsdivision momentan, geht in die Woche 2 und die Spiele sind alle, hören sie alle miteinander hochinteressant an. Am Städten Thunder empfängt am Samstag um 16 Uhr die Styrian Reavers. Die Reavers haben in der ersten Woche ihr Spiel verloren gegen die Hohenems Blue Devils. Gut ausgeschaut dabei. Und haben jetzt eine Thunder-Mannschaft vor sich, die sich relativ schwer getan hat bei den Fairwine Throners, die sich auch anders aufgestellt haben, könnte eines von 5 ja, Matchups werden, die hochinteressant sein werden. Hochinteressant wird es auch in Graz um 18 Uhr am Verbandsplatz. Da gibt es auch einen Livestream. Styrian Bears gegen St. Pölten in Waders. Die Bears ja eine unglückliche Overtime-Niederlage gegen die Knights erlitten und die Invaders haben die Steel Sharks geschlagen. Und ja, das wird eine Monsterpartie. Also bin mir da sicher, die waren auch in Vergangenheit immer knapp. Das gab es ja früher auch schon. Die Bears sind ja nur ein Jahr in der AFL gewesen. Die haben ja früher auch schon gegen die Invaders gespielt. Einmal der, einmal der andere. Immer sehr knapp zwischen den beiden. Ebenfalls meistens knapp ist das Spiel zwischen Hohenems und Klagenfurt. Also Cineplex Blue Devils gegen Corinthian Lions, Sonntag, 21. April, 14 Uhr, hoffentlich im Herrenriedstadion und nicht am Kunstrasenplatz, weil dort ist wettertechnisch noch ein bisschen schlimmer als in Ostösterreich, glaube ich zumindest. Ich habe jetzt heute noch nicht aufs Wetter geschaut, aber ich hoffe, dass das Wetter hält. Beide Teams 1-0, die Lions haben die Red Tigers gar geschlagen in Wien und die Blue Devils eben bei den Styrian Reavers in Ragnitz gewonnen. Interessantes Spielchen. Steel Sharks Traun gegen Red Tigers. Da hätte ich die Steel Sharks jetzt dann schon favorisiert. Die Red Tigers
Ja, voriges Jahr dann aufgestiegen in die Division One. Gute Saison gespielt 2023, aber heuer sehr, sehr starke Gegner. Absteiger aus der AFL und die Steel Sharks, ich habe sie da im Verdacht, dass sie hier das Spiel gewinnen werden. Fairway and Throners spielen zum zweiten Mal hintereinander zu Hause am First Field in Shakers Fairway, ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr gegen die Vienna Knights. Starke Leistung der Throners nach einer grauslichen Saison 2023. Die sind wieder am Weg, zumindest ein Faktor zu werden in der Division One, und hält da die Knights schon leicht favorisiert, aber wie gesagt, in allen fünf Spielen kann meiner Meinung nach alles passieren. Rein theoretisch glaube ich auch, dass die Red Tigers da durchaus eine Chance haben in Traun gegen die Steel Sharks. Super Division. Also wirklich die Division One. Und das ist auch kein Wunder, weil das ist jetzt so, du hast, wenn du das schaust, wie die gebaut ist, die Liga, das ist einmal ein Sammelbecken aus ehemaligen AFL-Teams, Amstetten, die Bears, St. Pölten war mal in der AFL, ist länger her. Die Blue Devils, auch schon ein bisschen länger her. Die Corinthian Lions, auch schon eine Zeit her. Die Steel Sharks, noch nicht lang her. Alles Division One Teams. Dann hast du dann das Academy Team, wie sie es nennen, von den Fairway and Throners. Dann hast du Aufsteiger, die sehr ehrgeizig sind mit den Red Tigers und den Styrian Reavers. Und dann hast du noch die Mannschaft, die da irgendwie gefühlt schon immer da ist und die man in der Division One eigentlich nicht wegdenken kann. Das sind die Vienna Knights. Ich bin gespannt, wer der Meister wird, und ich freue mich riesig über die Liga, weil das ist die Liga, die wirklich spannend ist. Die AFL ist spannend. Wie gesagt, wer schlägt die Wiener? Sind es die Graz oder die Prager oder keiner der beiden? Und die Division One ist richtig, richtig spannend. Die Division Two geht auch eine Runde weiter. Es ist schon die Woche 3. Und in Upper Styria, in Oberaich, Bruck an der Mur, geht das Volksfest weiter. Gmunden Rams zu Gast, in Prognosen über Division 2 habe ich mal zuletzt irgendwie ein paar Mal vertan, aber ich sage jetzt einfach, die Rhinos werden die Rams schlagen, weil die haben jetzt irgendwie einen Lauf und haben da jetzt die Schwarzhammers geschlagen, und das gibt richtig, richtig Mut, und ich denke, dass die Schwarzhammers, und beziehungsweise wir wissen es auch, das Spiel gab es ja schon, deutlich stärker sind als die Gmunden Rams. Die Hammers selbst, die empfangen die Huskies aus Wales, und die Huskies Wales machen ihr erstes Saisonspiel am 20. April, weil die anderen beiden Spiele wären gewesen, die Spiele gegen die Ravens, erste Woche, zweite Woche, die sind beide abgesagt. Die Huskies Wales fahren mit 2-0 nach Schwarz. Bin gespannt, wie das Ding dann ausgeht. Die Danube Dragons 2, das Future Team mit den alten Männern als gespickt, trifft auf die Carnuntum Legionaries. Die Legionaries hatten einen schweren Stand in der Vorwoche. Keine Chance gegen die Vikings 2, gegen die Dragons 2. Sollte ein bisschen mehr für sie möglich sein. Die Bluehawks, die von mir so gelobten Bluehawks, die vorige Woche ihre erste Niederlage in der 1000-Blumen-Arena in Schönfeld erlitten haben, bekommen es mit den Vikings 2 zu tun. Wird schwierig. Ich glaube, das wird die zweite Niederlage in Folge auf der neuen Anlage. Also seit man umgezogen ist. Ich halte die Vikings in der Division für nur schwer zu biegen. Interessant wird's im Weinviertel, da gibt's auch einen Livestream dann. Weinviertel Spartans gegen Ebenfurt Mustangs, 21. April, Sonntag, 16 Uhr am Weißwufield in Mistelbach. Da habe ich gar keinen Favoriten. Also da würde ich sagen, das ist ziemlich ausgeglichen, das Ganze, und da werden wir vielleicht vorbeischauen, oder? Geht's raus, es sind 15 Spiele am Wochenende. Wir haben 3 Spiele in der SCSL, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in der Division 2, wir haben 5 Spiele in der Division 1, wir haben das quasi Nachtragsspiel, das kein Nachtragsspiel ist, in der AFL, und wir haben natürlich die CFL, erste Runde in Graz. Würde mich freuen, euch bei dem einen oder anderen Plätzchen zu sehen. Wie gesagt, Samstag bin ich draußen in Stadtlau und werde zum Platze sprechen. Bin sehr gespannt, wie ich da mich tun werde. Das ist immer eine neue Erfahrung. Und ja, jetzt werde ich als Sportmuffel, ich habe seit 24. Dezember mich nicht mehr bewegt, ich schaue mittlerweile also aus, ich habe 13 Kilo zugenommen, weil ich habe natürlich meine Essgewohnheiten nicht angepasst, dem, dass ich nicht mehr ralle. Ich bin früher immer so 3-4 Mal in der Woche, habe ich Ausdauersport gemacht, bisschen schwimmen, vielleicht dazwischen noch Inlineskaten, aber jetzt hat mir der Physiotherapeut gesagt, beweg deinen Arsch. Und das mache ich jetzt. Ich werde das Video beenden, dann werde ich schneiden, dann werde ich es online stellen, und dann setze ich mich auf meinen Ergometer und schaue mir einen Film an und schaue, dass ich mal 2 Stunden durchraue und vielleicht ein paar Kilo verliere. Und vielleicht höre ich auch auf, diese ganzen Kohlenhydrate in der Küche in mich reinzustecken. Gibt es einen Ernährungsberater unter euch?
wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Geht's raus, schaut euch die Spiele an.